praktische Menschenzucht ist die logische Konsequenz. Nachwuchs nur noch für die Tüchtigsten im Dienste des Fortschritts. Darwins Cousin Francis Galton prägt den Begriff Eugenik, die direkte Anwendung von Darwins Abstammungslehre auf Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik. Galton schreibt: Wir könnten Propheten und hohe Priester der Zivilisation so sicher in die Welt setzen, wie wir Idioten durch Paarung von Kretins fortpflanzen könnten. Francis Galton und auch andere Leute glaubten, die einzige Art, den Fortschritt zu sichern, sei ein System künstlicher Selektion statt natürlicher Selektion. Nur auserwählte Individuen dürfen heiraten und Kinder haben. Andere müssen diskriminiert werden, damit sie sich nicht vermehren. Positive Eugenik aus Galtons Sicht hieß ursprünglich, die richtigen Leute zur Fortpflanzung zu ermutigen. Letztlich Leute wie ihn und Charles Darwin. Erst viel später kam die Überlegung, jene zu eliminieren, die nicht zur Vermehrung geeignet schienen. In der Brutpflege vermutet Darwin den Ursprung des sozialen Mitgefühls. Soziale Instinkte als Grundlage von Ethik. Die Beseitigung der Schwachen erscheint ihm zwar aus evolutionären Gründen vernünftig, aber unter humanistischen Aspekten nicht akzeptabel. Am Ende seines Lebens befürchtet er gar den Untergang des Menschengeschlechts, weil die Auslese nicht mehr stattfindet. Die humanitäre Ethik eben eher auf den Altruismus hin orientiert und die evolutionäre Ethik eher orientiert auf den Konflikt als Dynamik für Fortschritt. Dieser Konflikt war riesig, den hat Darwin nicht gelöst. Er hat unter ihm gelitten, seine ganze Zeit hat unter ihm gelitten. 60 Jahre nach Darwins Tod gehen in Schloss Hartheim die ungewollten Menschenvariationen ins Gas. Eine mörderische Ideologie versucht, sich mit Naturwissenschaft zu legitimieren. Die Täter von Hartheim glauben das Naturrecht auf ihrer Seite. Zwischen Rassenkampf und Auslese wurde unter der nationalsozialistischen Diktatur aus der radikalen Biologisierung des Menschenbildes blutiger Ernst. Wenn man die Geschichte solcher rassistischen Theorien anschaut, sind das natürlich Theorien, die mit dem Anspruch wissenschaftlicher Erklärungen aufgetreten sind, die also alles andere als irrational waren. Das waren nicht irgendwelche Hitzköpfe, die nach Legitimationen gesucht haben, wie man Menschen anderer Hautfarbe oder Behinderte umbringen kann oder unterdrücken kann, sondern das waren Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, die mit dem Anspruch aufgetreten sind, soziale Verhältnisse mit naturwissenschaftlicher Präzision und Genauigkeit und Objektivität zu erklären. Hitler formulierte es so: Eine neue Wertung des Menschen tritt ein. Nicht nach den Maßstäben des liberalistischen Denkens, sondern nach den gegebenen Maßen der Natur. Humanistische Einwände gegen die völkische Diktatur gelten als naturfremd. Was nicht passt, ist entartet. Der rassisch reine Übermensch soll gezüchtet werden für den Sieg im Kampf ums Dasein. Völkerrecht wird zur Konstruktion erklärt, die durch das Naturrecht des Stärkeren im Rassenkampf ersetzt werden muss. Trotz aller Differenz zwischen den frühen sozialdarwinistischen Ideen und Nationalsozialismus muss man zugleich sagen, dass ganz zentrale Ideen des Nationalsozialismus in diesen evolutionären Gedanken ihre Wurzeln haben. Eben die Anwendung der Menschenzucht, der Rassenhygiene, die Idee der Deutung der Geschichte als Daseinskampf, in dem nur die Besseren überleben. Die Vorstellung, dass die sozial Schwachen ein Ballast sind, den es zu eliminieren gilt, um Weiterentwicklung zu ermöglichen. Die Vorstellung eben des Kampfes der einzelnen Gruppen, der Rassen gegeneinander. Na Kinder, geht's los? Ja, jetzt scheint er ja langsam ranzukommen. Der andere ja auch. Na endlich, jetzt klappt die Sache. Sie leben alle in einem ständigen Kampf. Dabei wird das Schwache vernichtet.
Diesen Kampf halten wir ja für ganz selbstverständlich. Aber wir finden es unnatürlich, wenn die Katze mit der Maus zusammenleben würde oder der Fuchs mit dem Hasen. Dann treiben die Tiere also eine regelrechte Rassenpolitik. In gewisser Hinsicht ja. Allerdings geschieht diese Auslese mehr instinktmäßig. Hat aber eine Tierart die direkte Verbindung mit der Natur verloren, dann findet keine natürliche Auslese mehr statt. Die Banalisierung objektiver Naturerkenntnis wird zur platten Propaganda. Aber das Versteckspiel hinter Naturgesetzen erscheint vielen plausibel. Dabei taugen die Sexualpraktiken von Hirschkäfern wenig als soziologisches Lehrstück. Es ist hier keinesfalls immer so, dass der Stärkere zum Zug kommt. Es passiert häufig, dass die beiden aggressiven Kampfhähne sich gegenseitig vom Baum schubsen und dann kommt der kleine Unscheinbare aus dem Hintergrund und kopuliert mit dem Weibchen. Ganz klar, Fitness im Sinne der Evolutionstheorie heißt nicht Stärke, das heißt Anpassungsfähigkeit, Strategie und letztendlich dann seine Gene erfolgreich weitergeben zu können.